Es war ein Überraschungssieg, mit dem wohl niemand gerechnet hatte. Am wenigsten er selbst. Frank Witzel ist der Gewinner des Deutschen Buchpreises 2015. Aufgrund seiner hohen Aktualität hatten viele Beobachter im Vorfeld auf Jenny Erpenbecks Flüchtlingsroman Gehen ging gegangen gesetzt. Doch es kam anders. Der 800 Seiten starke und rund ein Kilo schwere Roman Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969 machte das Rennen. Ich habe es mit dem Gefühl des absoluten Erstaunens entgegengenommen. Ich war wirklich fassungslos und habe mich aber dann sofort sehr gefreut über die Entscheidung der Jury. Der Wahl-Offenbacher erzählt darin, in Kürze zusammengefasst, die Geschichte eines Teenagers Ende der 60er Jahre, seine Fantasien, seine Reflexion über die Welt, so wie er die Realität sieht. Die Idee hat sich eigentlich aus meiner eigenen Biografie entwickelt. Ich wollte unbedingt nochmal in eine gewisse Zeit zurückgehen, in eine Zeit, wo man nicht mehr Kind ist, aber auch noch nicht erwachsen, also Teenager. Und die hat sich überschnitten mit einer Zeit, in der auch eine politische Veränderung und auch eine kulturelle stattfand. Und das Thema hat mich einfach nicht losgelassen und deswegen musste ich dieses Buch schreiben. Der Gewinnerroman, der sich gegen sechs andere Titel auf der Shortlist durchsetzte, spielt sogar im Rhein-Main-Gebiet. Genauer gesagt in Wiesbaden, wo Frank Witzel aufwuchs. Das Autobiografische war der Anlass und die Gegend. Alles andere ist fiktiv. Ich lasse praktisch fiktive Figuren in einer Gegend herumlaufen und agieren, die mir eben sehr gut bekannt ist. Und auch dadurch entsteht eine gewisse Brechung, die in dem Roman sowieso immer eine Rolle spielt, dass nichts ganz real abgebildet wird, so wie es ist. Der Entstehungsprozess zog sich über mehrere Jahre. Nach eigenen Aussagen auch eine Zeit voller Zweifel. Er sei keineswegs sicher gewesen, ob ihm da etwas geglückt sei, so Witzel nach der Preisverleihung. Die Jury des Deutschen Buchpreises war sich dagegen sicher. Sie würdigte den Roman unter anderem als genialisches Sprachkunstwerk. Der Deutsche Buchpreis wurde dieses Jahr zum 11. Mal verliehen und ist mit rund 25.000 Euro dotiert.